Ja, kommt mir gerade so vor. So 1,9. Angriff. This climb is feared by many riders. The percentages are very high. The Entente in the escape group is far from Einer cordial. Mit. There are a couple of riders who want to go it alone. Ah. Nochmal sicher gehen. Och, das gibt's doch nicht, ganz ehrlich. Was ist denn da los? Gibt es nicht. Dritter. Dritter nur. Ein Punkt. Auf 70 runter. Schauen wir noch, wer mitgewonnen hat. Der hat Punkte geholt und der, jo, keiner von der eine Dulli da, der schon 5 Punkte hat hinten. Ich komme hier gut aus, Sepp. 5 Minuten haben wir mittlerweile. Windwertung machen wir nicht mit. Die auch nicht. Da macht jetzt keiner irgendwas. Aber für die dappigen Bergpunkte gehen Leute aus dem Sattel, die 0 Punkte haben. Let's hope it doesn't jeopardize the rest of his season. Fall in the pack. Apparently, the leader is on the ground. Watch out, a team leader is falling behind. There's considerable daylight back to the peloton and they don't seem to want to react. So, 5 Kilometer ist die nächste Wertung. Die muss jetzt aber sitzen. A rider has just thrown in the towel. Können Sie über den Einsatzbalken versuchen? Ah, kommt ja noch einiges. Geht es erstmal nochmal hoch, runter und so weiter. Jetzt geht's runter und dann geht es gleich in den Berg rein. Jetzt 900 Meter noch. Und die gehört jetzt aber uns. Jo. So. So, dann können wir wieder runterschrauben auf 70. 6 Punkte haben wir jetzt. Die letzte holen wir uns genauso. Haben wir 11, haben wenigstens das Bergtrikot. Mal Wasser. Riegel würde ihn noch nicht nehmen. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. 6 Minuten sind sie immer noch weg. Hält aber jetzt gut auf 5,5 gleich.
So, der Ausreißversuch, das haben wir auch noch laufen, die 60 Kilometer. Some team managers mustn't appreciate the fact that there is a breakaway, given that the pack has increased its speed. Na, oder mal ein paar Sprintpunkte geholt. Dritter, wenn ich das richtig gesehen habe. Damit auch legendäre 2 Sprintpunkte und 1 Sekunde Zeitboni. So, jetzt sind wir wieder im Anstieg, immer leichter. Der ist aber steiler, der könnte uns noch besser liegen da hinten. Da kommen noch ein paar Klopper. Beziehungsweise den fahren wir hier noch einmal, zweimal, dreimal. Hinten raus auch nochmal. Bloß ein Schlussanstieg. Wirklich auf Tagessieg. Können sie uns nicht holen. Wir haben nur noch 4,5 aktuell. Kilometer müssen wir noch durchhalten. Und unter die ersten 30 noch kommen. So, 7,5 Kilometer kommt der Berg. Können wir den schon mal hochdrehen auf 95? Ah. Doch, können wir schon. Nee, können wir noch nicht. Bleiben bei 70, das ist zu früh. So. Jo, da kommt dann noch eine andere Kuppe. Eine Abfahrt. Ja, die haben irgendwas geplant, dass sie zu dritt unterwegs sind. Kilometer, jetzt geht so ein Anstieg rein. Ja, der ist sehr kurz und knackig. So, Führungsbalken hoch. Schau mal, was passiert. The riders are going through a very tough portion with percentages above 10%. Wagt's bloß nicht da hinten, wagt's nicht. Jo, Hammer. 11 Punkte, damit haben wir das Bergtrikot, jawohl. Können wir hier wieder runter auf 70. Wir sind immer noch 4 Minuten weg. Wie viele Kilometer müssen wir denn noch machen? 19. Das ist der Schlussanstieg hier hinten. Okay. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Jetzt sind wir wieder bei 5 Minuten. Auch 10 Kilometer noch. Fahren wir da jetzt außen ums Dörfloch rum oder wie? There are several riders who can't keep up with the pace. Ach, den nehmen wir auch nochmal mit hier. Alles klar. Gut, dann wird wohl das unser Angriffspunkt sein. Mal hinten reinschauen. Jo, den nehmen wir als Angriff. Über einen Einsatzbalken und hinten raus, dann geht es jetzt nochmal runter. Scheint das zu sein, ja, das ist das. Und da hinten dann nochmal ein Angriff setzen, wobei der ist zu kurz für einen Angriff. Das muss hier vorne geklärt sein, an dem kurzen Steilstück. Müssen wir es klären.
4,5 Minuten. Vorm Zimmer. 60 Kilometer, noch ein bisschen mehr wie 60. So this is the last third of the race. Anyone who is gunning for victory has got to make a move fairly soon. Uh-oh, the gap is widening. It's now more than 2 minutes. The peloton seems content to let it grow. Mal auch mal noch gucken können in dem Zusammenhang. Als zwar für Utopie. Ne, müssen wir über 8-9 Minuten holen. Ne. Das ist nix. Nachwuchstrikot wäre noch eine Option gerade gewesen, aber nein. Ausreißversuch haben wir jetzt. Die 60 Kilometer. 4 Minuten haben wir noch. Ja, hier können wir sie, glaube ich, abschütteln an dem Ding. Dann hinten raus einfach durchziehen. Mal kurze Abfahrt, wo wir uns kurz erholen könnten, dann da. Das ist nicht der Rede wert. Kleine Geschichte. Mir gerade mehr Sorgen macht, ist das Hauptfeld, was da anrauscht. Warum wir da diese komische Kurven fahren müssen. Drei Minuten noch, 45 Kilometer. Wasser, Wasser. Dann müssen wir endlich 3 Minuten immer noch bei 2,5 jetzt noch. Wird knapp, wird sehr knapp. Hier oben können nur 3 mitgehen. Der Ferron und der Riesbeck. In anderen ist das schon zu schnell. Wir könnten auch eine Runde früher schon die Entscheidung suchen. Weil die 2 Minuten bleiben, 2 Minuten, 20 Kilometer. The gap is widening. It's now over 2 minutes. The breakaway is not to everybody's liking. The peloton has significantly increased its speed. Okay, hier vorne hat sich die Gruppe jetzt auch, da verabschieden sich die ersten. Auch Ferron und Friesbeck können. Gut, die gehen jetzt auf Speed, die 2. Da machen wir aber nicht mit. Die maximal auf Position beibehalten. 2 Minuten, das bleibt stabil. 15 Kilometer davor. Ne, wir fahren jetzt so noch einmal drüber. In der nächsten Runde gehen wir genau an der Stelle jetzt rein in den Angriff. Hier ungefähr. Nach der Kurve. Jetzt ist allen auf einmal zu schnell. Hauptfeld hat noch eine Minute. Naja, es kommt jetzt von hinten an, krauscht.
Die Gruppe findet hier vorne wieder zusammen. Macht der da? Geht der aus dem Sattel? Ne. 10 Kilometer remaining. Jetzt gehen welche. Wow, that's one attack that's going to leave a good view in its wake. Warum ist der jetzt wieder auf 70 eingestellt? Ah, wenn wir die ganze Zeit auf 70 rumgefahren sind. So, 95. Dem folgen wir jetzt. Weiß nicht, was die da vorhaben. Geld haben wir so auf jeden Fall, so Position behalten. The lead over the pack is dwindling. 5 kilometers remaining. Den haben wir, glaube ich, zu spät genommen. So, jetzt kommt die Kurve und dann kommt der Angriff. So, jetzt schauen wir mal, was passiert. Another attack. Ah, ist in einem Eimer. Das passiert. Das passiert. You can read the pain on the faces at the back of the peloton. There's a growing number of riders left behind. Da ist aufs Hauptfeld mit 29. Gut, immerhin schaffen wir die Top 30. Frage jetzt Tagessieg. Was sind wir eingestellt? Auf Einsatzbalken 99. Gut, mehr kann man eh nicht machen. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Na ja, da holen sie uns ein. Da hinten raus. Ne, gibt keine Bergpunkte. Okay, gut. Dann haben wir das Bergtrikot. Waren heute in der Ausreißgruppe und sind unter der ersten 30. Ja, das können wir jetzt hier. 22. waren wir. Dass die oben angreifen, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wäre der Angriff nicht gewesen, hätte es geklappt, unsere die Idee, die ich hatte. Ach so. Bergtrikot haben wir. Um 25 sind wir nochmal nach vorne gekommen. Immer Zeit erhalte ich heute. Da müssen wir mal gucken. Bergtrikot haben wir. Nachwuchswertung 23. Gesamtwertung dürften wir. Jo. Um die 60 hätte ich jetzt vermutet. 58. So, 22. Das passt. 116 Kilometer waren es schon statt 60. Auch okay. Bergwertung gewonnen. Plus 23 Punkte. 22. Und plus 7 Geschichte, da sind wir jetzt auf 97. Jo, und heute läuft Paris-Roubaix.
Dürfte wieder eine Pause sein. Unterbrech mal die Simulation kurz. Genau, zwischen hier bis zu den, zu der Geschichte. Die wir interessanterweise gar nicht drin haben. Weil wir das wahrscheinlich auch gar nicht fahren wollten. Ja, weil sie es uns wieder reingedrückt haben. Das war das mit dem Kopfsteinpflaster. Wir haben aber die Japan-Geschichte, glaube ich, drin. Of Japan. Wegen des Bergzeitfahren. Ne. Aber noch eine Bergetappe über 35 Kilometer. So. Ich kenne immer noch nicht alle in unserem Team. Zwei Einser, wir stehen auf der zweiten Seite. Okay. Sections that are renowned for testing both bikes and their riders. You've got to know what you're doing. So, wir zählen auf dich, was die Gesamtwertung angeht. Anfänglich Gesamtwertung gewinnen, alles klar. Okay. Immerhin haben wir jetzt die Helfer dabei. Heißt, wir können das erste Mal diese Saison das Fahrerfeld kontrollieren. Wer macht was? Printgeschichte glaube ich nicht. So, der ist frei. Das wird heute unser Edelhelfer. Rest der Mannschaft fährt im Wind. Das wären alle Helfer, das wäre die komplette Mannschaft. Das sind wir. 1, 2, 3, 4 und 5. Gut, passt. So, wir gehen mal weiter vor. Ihr 4 macht Führungsarbeit auf 75%. Da wird man das Feld kontrollieren. Wir selber halten die Position. So, der erste ist schon vorne angekommen von 4. Da geht jemand weg. He's making a break. He can't have much idea of what's lying in front of him. Wir selber stellen uns mal wieder auf 95 ein. Oh, mit denen kann man ja gar nichts machen. Ah ne, das war ein Ausreißer. Gerade gedacht, daneben dran wird eine andere Mannschaft Führungsarbeit aufbauen. Weil das hier ist ja auch gerade Not gegen Elend. So, ich mir das nicht vorgestellt, Leute.
The riders have upped the pace. Der edle Helferich ist auch noch nicht da. Ich darf 80 hochstellen, aber er kommt ja nicht mal vor. Ah, jetzt geht's so langsam los. So, wir nehmen uns mal die Position ein. Nee. Eigentlich fest die. Egal, wir kommen da eh nicht dran. Das ist ja so ein Wirrwarr. Wie ist es jetzt mal hin, einen Zug aufzustellen? Endlich. Endlich. Wasser müssen wir uns heute kümmern. Die Tagesform von uns plus 2. Oha, der sieht gut aus da oben. Der Dreier scheint harmlos zu sein. Und der da 2 ist aufgrund der. Ja, okay, der hat auch 2 mal 10%, über 10% drin. Wir könnten uns auch als Ausreißer versuchen. Wäre auch eine Option. Komm, wir machen es mal. Gehen dem hinterher. Und die 4. Autotaktik heute. Fertig. Wenn wir jetzt von der eigenen Leut ausgebremst. Gut, dann machen wir es halt über die Schiene. Da war keiner mit. Ne, kommt keiner mit, können wir sein lassen. Holen wir schon mal Wasser. Hier unten zum gucken, wie sie klarkommen heute. Lassen uns in Sichtweite bei einer Minute stehen hier vorne. Jetzt kommt einer aus dem Hauptfeld raus, okay. Ich hoffe, da kommen noch ein, zwei mit. 3, 4, 5. Oder so eine stabile Zehnergruppe wie eben, das war eigentlich gut. Dann haben sie wieder kassiert, aber wir sind jetzt 1,5 Minuten weg. Sind aber schon am Anschlag und fertig mit der Welt.
Einsatzbalken fahren, 75%. Wir erholen uns, der erholt sich nicht. Also gar nicht. Okay, eine Sprintwertung haben wir geholt. Schön. Brauchen wir nur nicht. Ne, wir stellen das, glaube ich, komplett ein. 40%. Da erholen wir uns jetzt. Sehr gut, geht auch bergab gerade. Die sollen wir aber schon fahren. Halbe Minute haben wir noch. Ja, die holen es uns jetzt. Kopfsteinpflaster auf der Abfahrt. Jus, servus. There are some legs that just can't take the speed anymore. The riders are being left behind. He crashed off and he's not getting up. Oh, I hope it isn't too serious. There's a mass crash in the pack, but it doesn't look too serious. That's the end of the breakaway. The pack gave them no chance. So, halt Position erhalten rein. 95. Bald wird er irgendeine Gruppe geht, sind wir dabei. We're now at the halfway stage. It's a good time to take some food. The peloton has slowed down a bit. Hat er jetzt hier Tempoarbeit mitmacht, der eigene Mann. Ich hab's jetzt nicht beobachtet. Ah ne, der beschützt uns, Myers. Aber der ist ja schon platt, wenn er nur mitfahren muss. Da geht einer. A rider just launched an attack. Ja, komm raus mit dir. Oh Mann, bis der wieder rauskam hier. Chaos pur. The breakaway has now got over a minute on the pack. So, und jetzt über den Einsatzbalken gleich. Ne, über einen Angriff, zwecks Bergwertung. Holen wir die noch. Jetzt über den Einsatzbalken. Auch nochmal, ne, wenn man nicht mehr Zweiter. So. Jetzt hier geplant. Drei Mann. 70? Ja, 70. 70 ist angenehm für so. Na, eher so semi. Mehr eine Minute vorne. Ne, die wollen weniger. 60. So, in 4 Kilometer kommt der nächste Berg, das sollte mal fit sein. Ups, da hat es einen geschmissen, das ist ziemlich laut. Bin jetzt schon das zweite Mal zusammengezuckt. Oh, Angriff. Kommt der, erinnert mit jetzt 2. Und Einsatzbalken hoch, oder? Ah, sie kommen nochmal. Sie ist sicher. So, jetzt haben wir es aber. Haben wir uns da eben gesichert, 3 Sekunden. Ja,
Schaut mal, war da diese Bummeltempo mit 60. We've got just one third of the race left to run. Now's not the time to give up watching. Ja, jetzt könnte auf einmal schneller fahren, okay. Interessant, jetzt nimmer. A couple of teams have set themselves up as pacemakers for the pack. They obviously don't have anybody in the breakaway group. Wir sind jetzt noch zur nächsten Bergwertung. 8 Kilometer. Achso, wird es nix. Hängen die uns jetzt ab? Scheinbar. Jo, wir sind auch blau. Wir nehmen die. Ne, es haben nur kurz gerade gedacht. Wir würden dann immer folgen können. 60, habt ihr gesagt. So. Machen wir das mal. They're moving along at a fair lick. You've just got to hang on. Geht jetzt hier ab. Geht er aus dem Sattel, weil er nicht mehr kann, oder? Jo, der geht aber im Wiege tritt. Button Freak. Wir können aber warum auch immer nicht mehr angreifen. Wir fahren mal beim Einsatzbalken. Und tschüss. It's in such percentages that the strongest can create some gaps. Weil wegen 4 Punkte machen wir uns nicht kaputt, so. There's a breakaway in the leading group. The pack is increasing its work rate. Some teams can't be happy with the breakaway. Ja, Pille Torschaut da. The pack has just reeled in the escape group. A rider has just suffered a puncture. In Samuel. Ach, das ist der, der vorher das Trikot hatte, jo. War es nicht ergeben? Nö, ja, die erste Etappe. Der hier hat das Bergtrikot aktuell. Dass es hier aber auch unter dem Logfile auftaucht. Schade. Da kommt das unter Sprint drin. Sprint. Nö. Da kommen wirklich nur die Sprints. Okay. Dann fahren wir wieder im Hauptfeld mit. Meyers beschützt uns, bitte. Der vorne macht Tempoarbeit. Müssen dringend mehr Ausdauer und Zähheit. Obwohl wir durch unsere Form plus 6 haben bei Ausdauer und plus 5 bei Zähheit. Aber da muss auch ein 70er, 80er Wert her. Hoher 70er, 80er Wert.
Immerhin erholen wir uns wieder, jo. Und sind wieder fit. Was wird da hinten raus jetzt noch? Kleiner Anstieg zum Ziel. Bergpunkte gibt's keine. Just 20 kilometers from the finish, so things should come down to a mass sprint for the line. Hier wäre noch ein Sprint. Was probieren? So früh vielleicht angefahren. Sehr früh. Eins, zwei, oh, ne. Das war nix. So früh. Only 15 kilometers left. Wir haben 6 Sprintpunkte, haben wir doch dann erst. Ne, wir haben einen gewonnen mit 3 Sekunden, jo. Beides ist auch wahrscheinlich nicht relevant für die Gesamtwertung. Wenn es dann 3 Sekunden scheitert, aber irgendwo anders dann Fehler macht als Etappenfahrer mit Zweitspezialisierung Berg. The Peloton has definitely accelerated, meaning that an attack is highly unlikely. Only 10 kilometers left. Oh, 10 Kilometer noch. While the pack is getting close to the finish line, everybody seems to agree that the stage will be won in a sprint. Spannende Frage, wem folgen? Witzemann hat. Jetzt noch mal großes Ausschütteln vom Ziel oder was? Das ist auch nicht normal. Den wird wohl Tempo gemacht. Seems much too high for many riders. Jo. Da müssen wir mit. A great victory. He really handled the breakaway well. Hoffe, wir haben jetzt keine Zeit drauf gepumpt bekommen. Und wenn, dann wären es auch nur ein paar Sekunden. Und nicht die Rede, irgendwas zwischen 15, 14 und 15. Ergebnis. Na, wir sind zeitgleich. Ja. Schauen wir uns das nochmal genauer an, die Geschichte. Die sind wir gerade gefahren. Ich glaube aber, ich mache an der Stelle mal Schnitt.